Pfanne. Das ist ja total dumm. Du kannst ja gar nichts machen als Frosch. Ja, dann müssen wir vielleicht doch so ein Cape kaufen, ne? Das war ja... Oder ausrüsten. Ich glaube, Barret hat das Cape ausgerüstet. Das, da ist er immun gegen Frosch. Froschkonzert. Oh ne, jetzt schläft er auch noch. Killerkröten, das ist ja voll nervig. Das sind richtige Nervgegner. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Habe ich gelernt, ja? Eine Fun-Tech. Ja, und sonst so? Ach, Froschkonzert, ja, okay. Ja, dann bitte noch auf tiefer machen, damit ihr das auch lernt. Schläft er wieder? Das ist ja mega nervig. Weil das den nächsten Kampf flüchte ich auf jeden Fall. Das kämpfe ich nicht nochmal. Das ist ja. Wenn die keinen Schaden mehr. Die Morbolts, ja, aber ich glaube, die Morbolts waren weniger schlimm. Das ist ja absolut bescheuert. Wissen wir die? Wo ist denn der Kuss? Handgranate? Ah, hier. Ja, der Jungfernkuss. Ja, und vergiftet auch, ne? Nicht einmal manipulieren vielleicht? Dann ist das, glaube ich, einfacher. Gucken. Nein! Du dumme Sau. Er ist ja wieder wach. Ja. Soll ich Froschkonzert auf tiefer machen, damit ihr das auch lernt? Mit Manipulieren kannst du einen Gegner auf deine Seite ziehen. Kannst du denn steuern? Ach. Aber wenn wir den Schaden zufügen, dann ist er wieder feindlich gesinnt. Endlich. Ja, hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt, der Krampf hier. 1020, jo.
wieder hochgesprungen ist, ne? Schnell aus dem Wald hier raus, er ist ja. Da hinten ist irgendwas. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Statusveränderungen. Ach shit. Sind nach dem Kampf immer alle aufgehoben. Bei Teil 7. Ja, das ist wieder normal. Ah. Manipulieren bis glückt. Aha. Harpune, Sandgewehr. Kann der Frosch hier? Frosch, Fisch, Mensch. Aber Harpune ist normal, wahrscheinlich ein normaler Angriff nur, ne? Ja. Das andere konnten die ja nicht lernen. Na gut, war nicht. Ja, was war das denn? Wieso nur ein Schaden? Aha, hier, Froschkonzert. Schmeckt die Medizin. Na, wie gefällt dir das? Toll, ne? So kein Schaden. Sicher rein? Weiß ich nicht. Einfach mal gucken, was hier los ist. Cosmo Canyon. Ich bin's. Nanaki, ich bin zurück. Hey, Nanaki, da bist du ja wieder. Komm, sag Bugenhagen gleich hallo. Nanaki? Bugenhagen? Was ist das für ein Name? Willkommen in Cosmo Canyon. Ist dir unser Land bekannt? Nö. Dann lass mich erklären. Hier kommen Menschen aus aller Welt, die etwas über die Lehre vom Planetenleben erfahren möchten. Yo! Cosmo Canyon, ihr wollt ich immer mal hin. Ja, zurzeit sind wir voll belegt, deshalb kann ich euch nicht hineinlassen. Direkt ein Downer. Die haben mir unterwegs ein klitzekleines bisschen geholfen. Lass sie rein. Ach so ist das? Ihr habt also Nanaki ein kleines, klitzekleines bisschen geholfen? Na dann kommt bitte herein. Wer ist Nanaki? Nanaki ist Nanaki, das ist sein Name. Okay. Ich dachte, er ist Red. Die rote 13 ist das doch.
Hier ist mein Name, nein, hier ist unsere Heimat. Mein Stamm hat sich hier niedergelassen, um die zu beschützen, die dieses malerische Tal und unseren Planeten zu schätzen wissen. Meine tapfere Mutter fiel hier im Kampf, doch mein Vater, der Feigling, ist geflüchtet. Ich bin der Letzte meines Stammes. Dein Vater war ein Feigling? Ja, mein Vater hat Schande über meinen Stamm gebracht. Und daher ist nunmehr die Aufgabe zuteil geworden, diesen Ort zu beschützen. Meine Reise mit euch endet hier. Hallo, Nanaki, bist du zurück? Ich komme, Opa. Davon hat er aber nie was erzählt. Ich dachte, das ist ein Experiment von Dr. Hoyo gewesen. Astrein! Hier können wir ein kurzes Päuschen machen. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich wissen will. Jetzt hauen sie auf einmal ab. War ja wieder klar. Lass mich ruhig alleine. Köstliche Cocktails im Starlet Pub. Mollige Betten im Gasthaus Syldra. Vielleicht neben der heiligen Cosmo-Fackel. Kommen Sie doch mal einmal bei uns vorbei. Okay, da oben können wir rein. Nein. Ich kann mal speichern. Oh, guten Tag. Die Menschen aus diesem Tal meiden jede Form von Streit. Da sind hier fast alle nur Nachbildung. Aber keine Sorge, ich habe auch welche, die man richtig verwenden kann. Wahrscheinlich Waffen. Bitte eine gute... Tigerkralle ist aber auf jeden Fall sehr viel besser. Das Windrad. Die grüne Tröte. Ja, die können wir auf jeden Fall... Oh, vier Plätze. Dran. Drei Angriff mehr ist jetzt nicht so viel, das lohnt sich nicht. Ich glaube, ich speichere erstmal. Was ist denn hier? Ja, wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Bin einfach wieder zurückgegangen. Aha, was ist denn hier los? Da gab es mal wen, der hier die Lehre vom Planetenleben studiert hat. Er war davon so bewegt, dass er dachte, die Dinger erinnern zu müssen. Hat dann Midgar Avalanche gegründet. Das ist dir wahrscheinlich Schnurz, oder? Erzähl einfach mal weiter. Ist quasi die Geburtsart von Avalanche. Hier wollte ich immer schon mal herkommen und jetzt bin ich da. Viel ist inzwischen passiert. Und jetzt? Kein Schimmer, was jetzt? Jetzt, wo es Avalanche nicht mehr gibt? Wo habe ich das nur hingelegt? Das muss doch hier sein. Was denn? Was suchst du? Ich kann dir helfen, mein Freund. Dann nicht. Sind die Sachen versteckt vielleicht?
Cosmo Canyon. Okay, kann ich raus? Kann ich auch hier hoch? Hey, überall lang hier, das sind ja 1000 Wege. Eieiei. Die Tür können wir nicht öffnen, weil Bugenhagen sie verriegelt hat. Wie er das wohl gemacht hat, bestimmt mit Superkleber. Bugenhagen. Ach, ich habe so viel zu tun. Wenn mir nur jemand helfen würde. Ach, Nörgel, Nörgel. Aber die meisten Räume hier sind... Hier ist nichts, ne? Bugenhagen. Hallo, ich schlafen. Mein Herr, Sie haben Ihr Wechselgeld vergessen. Sie wollen was kaufen? Verzeihen Sie vielmals, hier kommen so wenig Kunden her. Deshalb, oh, ich habe alles vollstes Vertrauen in meine Materie. Dann zeig mal, was du hast. MP Plus, HP Plus. Ach, 1000 können wir uns nicht leisten. Kann ich denn hier irgendeinen Schrott verkaufen, den ich nicht mehr brauche? Das sind alles die neuen Sachen, ne? Und die Kanonenkugel zum Beispiel, die brauche ich doch nicht mehr. Mithrilklaue brauche ich auch nicht mehr. Was ist das Schwert, kann ich nicht verkaufen. Der Peacemaker? Stimmt, ich habe den Peacemaker gefunden, aber ich habe gar keine Verwendung dafür, ne? Der Gardestab. Ah, der kann weg. Der Peacemaker. Weiß ich gar nicht, ob ich... Ah, Yuffie, habe ich den gar nicht... Peacemaker bewahren, okay. Die Sachen hier sortieren. Na gut, Materie ist noch ein bisschen zu teuer für mich.